habe ich Doppelpack, Damen, Barbara Bellingbergen, Julia Künkel, also einer, der einige Jahre bei Rosenheim spielt und der neue Zugang. Erstmal Barbara. Barbara, ich habe echt gesehen, du hast dich wahnsinnig entwickelt über die letzten zwei Saisonen bei Rosenheim. Wie ist es aus deiner Sicht? Ja, also es ist auf jeden Fall so. Ich habe in Rosenheim sehr viel gelernt und ich glaube, durch diese ganzen Spiele, die ich da gemacht habe in der Bundesliga, bin ich einfach wirklich gewachsen und ja, war auf jeden Fall eine Entwicklung da. Du bewegst dich besser, du bist schneller geworden, deine Schläge sind kräftiger geworden. Was waren für dich die Höhepunkte vergangene Saison? Ja, Höhepunkte, es waren natürlich immer die gewonnenen Spiele, das noch nicht allzu viel waren, aber es werden einfach immer mehr. Und ja, jedes gewonnene Spiel ist eigentlich ein Höhepunkt für mich, ja. Okay, Julia, neu in der Mannschaft von Rosenheim. Ja. Warum bist du überhaupt zu Rosenheim gekommen? Weil ich finde, also es mich freut, wenn ich mal gegen welche spielen kann, die auch wirklich viel besser sind und die auch mehr Erfahrung haben und weil es mir persönlich einfach mehr Spaß macht. Und weil ich hier noch viel mehr lernen kann, als wie in wie in anderen Vereinen. Ja, und weil ich es einfach mal so, ja, machen wollte. Und was habt ihr denn beide für Ziele? Ihr werdet auch wahrscheinlich auch ab und zu mal doppelspielen, ja? Wie seht ihr eure Chancen gegen die anderen? Habt ihr irgendwelche Respekt für welche Gegner oder seht ihr das ganz locker und dass die Chancen eigentlich gleich sind? Das sind vier auf dem Spielfeld und da kann alles passieren. Wie siehst du das? Also ich finde Respekt, wenn wir den schon haben, aber also ich werde auf jeden Fall einfach nur reingehen und spielen und mein Bestes geben und vielleicht versuchen, so viele Punkte wie möglich zu machen und vielleicht ist ja auch mal ein Satz drinnen oder so. Ja, Respekt ist auf jeden Fall da. Ich denke, es gibt ein paar Damen, gegen die haben wir einfach noch keine Chance von den Top-Mannschaften. Aber so im Damendoppel gegen manche Mannschaften geht einfach immer was. Also was könntest du dann die Julia sagen, wo du damals für zwei Jahren angefangen hast in der Bundesliga? Die Nervosität, die Spannung, was könntest du ihr dann empfehlen für erste Saison? Dass sie einfach ganz locker bleiben muss und einfach sich ins Feld stellen, einfach spielen, ohne viel groß drüber nachzudenken. Und nicht aufgeben, nicht verzweifeln und einfach nicht unterkriegen lassen. Dann geht es schon. Okay, die Julia lächelt schon, das finde ich gut. Die ganze Mannschaft vom Rosenheim strahlt eine Menge Freude aus. Die haben Freude am Spielen. Julia, was musstest du, sagen wir, verbessern aus deiner Sicht, damit es so bleibt, damit man nicht irgendwie, sagen wir, wenn es einfach härter wird, dass du einfach deine persönliche Ausstrahlung und die Freude, was du noch am Badminton hast, beibehältst. Was musst du tun? Ich denke einfach, keine Ahnung, auch wenn man irgendwie zurücklegt, einfach sagen, ja, ich bin ja hier zum Üben da und einfach weiter Spaß haben und sich denken, ja, ich darf den Sport jetzt hier machen und es sind ja auch Gegner, die auch Badminton spielen können und einfach dazu weiter lernen und ja, einfach Spaß haben und nicht das Spaß haben aufhören. Also einfach weiter. Okay, wenn man die Top-Damen-Doppel weltweit sieht, ja, was macht das, was tun die besser als ihr? Was hast du gesehen, Barbara, wenn du gegen eine Top-Doppel in Deutschland spielst? Ich denke, die sind einfach körperlich fitter und schneller und sie können einfach dieses Tempo unglaublich lange durchhalten, ohne Fehler zu machen. Und das, ich glaube, das ist bei uns eine Schwäche, dass wir einfach viel zu früh schon die Fehler machen. Und die können das einfach konsequent durchziehen, ohne Hochs und Tiefs, sondern einfach spielen durch. Wie siehst du die Trainingsmöglichkeit hier in Rosenheim, Julia? Ihr habt ja sehr viele Trainer, Manni und die Nicole und so weiter. Was versprichst du davon? Das kann ich jetzt ehrlich noch nicht sagen, weil ich habe jetzt hier noch nicht wirklich trainiert. Ich kenne den Manni und also so von Turnieren her mal. Die Nicole habe ich jetzt auch erst am Montag mal kennengelernt und jetzt hier. Aber also ich bin sicher, dass es hier ein gutes Training ist und dass sie auch gutes Training rüberbringen. Weil sonst wären ja hier die Spieler nicht so weit gekommen, wie sie jetzt wären. Okay, gut. Wir haben jetzt zwei motivierte Damen hier, die immer noch Freude ausstrahlen. Und hoffen wir, dass am Ende der Saison, dass sie immer noch so viel Freude ausstrahlen, bin mir sicher. Es ist egal, wie die Ergebnisse ausgehen. Das ist, glaube ich, die Kultur von Rosenheim, dass man Spaß und Freude am Spielen hat
Und ich freue mich, mit euch zu reden, und ich freue mich auf die nächste Saison, euch spielen zu sehen. Ich kann euch nur sagen, ja, Respekt. Danke. Ja. Okay, alles klar. Danke. Dankeschön. Tschüss.